Hallo und herzlich willkommen, dass ihr alle zu dieser frühen Stunde heute am Sonntag hergeschafft habt. Mein Name ist Carina Haupt. Ich bin Teil des Orga-Teams hier von der Froscon, bin aber auch privat wie beruflich in der einen oder anderen Konferenz noch ja, mit involviert, auf verschiedenste Arten und Weisen. Und erlebe halt immer wieder, dass Konferenzen organisiert werden und die Leute einfach gar nicht wissen, was es an Tools gibt, was man da machen kann, was man nutzen kann oder was vielleicht auch einem alles hilft. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, ich halte dazu einfach mal einen Talk und erzähle so ein bisschen aus meinen Erfahrungen. Deswegen auch der Disclaimer, das ist definitiv nicht vollständig, es gibt unendlich viel mehr Tools. Das basiert wirklich auf meinem Kenntnisstand. Die Tools, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich Erfahrung habe, ist auch meine Sicht, was ich so für sinnvoll und nicht halte. Und ich kann jetzt schon sagen, der Talk wird definitiv nicht ausreichen, um alles zu all den Tools zu erzählen, was ich gerne erzählen würde. Das heißt, wenn jemand einfach noch Fragen hat oder sonst was oder später sich darüber unterhalten hat, möchte, können wir das heute machen oder einfach ein anderen Mal. Meine Kontaktdaten kommen auch am Schluss nochmal. Ich stehe da immer gerne zur Verfügung. Die Standardfrage, die ich immer wieder stelle oder auch andere, ist, warum benutzt ihr eigentlich nicht dieses Tool, jenes Tool oder das, was ihr eben gerade auch benutzt? Also warum tut ihr das? Und gerade das Nicht-Benutzen ist sehr oft Unwissenheit. Das heißt, sie wissen gar nicht, dass es Tools gibt, dass Leute etwas entwickelt haben in der Art, was man da verwenden kann. Oder sie wissen von den Tools, die sind aber nicht veröffentlicht. Denn auch das kommt oft vor. Viele Konferenzen oder eben die Organisatoren entwickeln Tools, bauen was Eigenes für sich. Aber irgendwie, ja, das ist noch nicht perfekt und wir sind nicht dazu gekommen und das Ganze wird eben nicht open sourced. Oder selbst wenn es open sourced ist, ist es vielleicht ohne Lizenz und andere scheuen sich dann, das zu benutzen. Der dritte Grund, der auch schon häufig aufgetreten ist, man kennt Tools. Man hat die sogar vielleicht mal irgendwo benutzt. Aber nirgendwo in dem Tool stand damals so, als wenn man als Besucher irgendwie das benutzt hat oder eben als Externer, wie das eigentlich heißt, wo man das findet. Und dann findet man irgendwann raus, also auch ich für meine Talk-Vorbereitung habe dann mitbekommen, es gibt diese Tools, aber obwohl ich die seit Jahren kenne, wusste ich nicht, wie sie heißen oder wo sie sind. Und ich habe sie auch ohne Hilfe, ohne dass ich wusste, wer die Entwickler sind und nachgefragt habe, einfach nicht gefunden. Also auch das ist ein großes Problem. Ein guter Grund ist auch, die Lösungen, die es existieren, sind nicht immer genau ideal für meine Konferenz. Oder auch die sehr, sehr verbreitete Ansicht, das kann ich besser. Ich schreibe ein Tool, das ist ein bisschen effizienter, ein bisschen besser und deswegen mache ich das alles neu. Und insbesondere die letzten zwei Situationen oder Gründe folgen, oder daraus folgt einfach, dass das Rad neu erfunden wird, was meiner Erfahrung nach nicht so richtig gut funktioniert. Es ist auch so ein bisschen ein kleiner Aufruf, Lösungen, die vielleicht nicht ideal für euch sind, einfach mal zu nutzen und dann anzupassen. Gerade wenn sie Open Source sind, es die Möglichkeit gibt und nicht zu sagen, nein, ich fange von vorne an, weil ich diese zwei, drei Feature brauche, sondern einfach was anderes benutze. Denn alles, was ich erlebt habe, was so neu erfunden wurde, unter der Prämisse, da ist was eigentlich gut ist, aber eben nur 90% für mich passt, ist am Schluss weniger Feature, andere können es auch nicht verwenden und ja, nicht der richtige Weg. Viel Arbeit. Erstmal, bevor wir jetzt weiter reingehen, ist die Frage, was brauche ich eigentlich für Tools, um so eine Konferenz zu organisieren? Und die Liste ist da relativ lang. Wir gehen immer ganz, ganz schnell durch. Wir brauchen irgendwas, um unseren Ticketvorverkauf zu organisieren, gegebenenfalls beim Eintritt damit umzugehen, Badges zu erstellen und die zu verteilen. Das ist so ein großer Block, dieses Ganze sag ich mal, das Zugangsmanagement. Der nächste Teil ist Call for Papers. Sehr wesentlich, da gibt es viele verschiedene Tools, aber eben da muss gerade die Usability gut funktionieren. Man braucht Einreichungsmöglichkeiten, man braucht Review-Möglichkeiten und das Ganze soll ja am Schluss noch irgendwie gescheduled werden. Etwas, was nicht alle Konferenzen brauchen, aber doch einige, ist die Ausstellungssponsoren und die Sponsorenverwaltung. Das ist bei uns ähnlich. Das heißt, man hat Aussteller wie hier unsere Open-Source-Projekte, man hat Sponsoren
und mit denen möchte man interagieren. Man braucht Informationen von all diesen Leuten, man braucht das Logo, den URL-Link etc. All diese Sachen will man haben und auch da braucht man einen Weg. Für viele ist das übrigens E-Mail, was sehr anstrengend ist. Helferverwaltung auch ein großes Thema. Welche Schichten gibt es? Welche werden da übernommen? Auch hier gibt es verschiedenste Ansätze. Kontaktverwaltung. Ich brauche eine Übersicht über, wer waren meine Ausstellungen in den letzten Jahren, wer waren meine Sponsoren in den letzten Jahren, dass ich die irgendwie wieder anschreiben kann, möchten die wiederkommen. Und damit hängt auch ganz eng zusammen das Thema Kommunikation. E-Mail ist hier prinzipiell natürlich das Mittel der Wahl, aber auch darum gibt es natürlich Tool-Unterstützungen. Und großer Thema Homepage. Man muss seine Informationen rausgeben. Und der letzte, Videorecording. Ein Punkt, der gerade in den letzten Jahren immer üblicher geworden ist oder auch immer verbreiteter, dass Leute ihre Konferenzen streamen oder vor allem recorden möchten, um das Ganze für die Nachwelt anzubieten. Und auch hier braucht man Tooling. Was hier in der Liste fehlt, ist die eigentliche Grundorganisation. Die habe ich jetzt mal mit Absicht rausgelassen, da komme ich auch nachher nochmal drauf. Also sprich dieses Ganze, was sind die To-Dos, seine To-Dos verwalten, irgendwie ein Ticketsystem. Denn da ist man eigentlich sehr flexibel und da gibt es einfach unendlich viele Möglichkeiten. Der erste Ansatz ist, was man sich überlegen muss, was ist der Weg, den ich gehen will. Will ich ein Tool, was wirklich alles abdeckt? Also wo ich meinen Call for Papers drin habe, wo ich meine Helfer organisiere, meine Aussteller und. Oder möchte ich das perfekte Tool sozusagen für jeden einzelnen Use Case haben? Hier sind die Argumente pro und con genau der einzelnen, der verschiedenen Ansätze genau die gleichen wie eigentlich im Software Engineering und an vielen anderen Stellen auch. Denn habe ich ein System, ist das natürlich super, weil ich kann meinem Benutzer sagen, hier, geh da drauf, das alles verwaltet. Ich habe eine Synchronisation der Daten, ich kann dann Austausch hegen, wenn ich Sachen wo an anderen Stellen wieder benutzen möchte oder darstellen möchte. Ich habe alles direkt an einer Stelle. Aber das Hauptproblem ist eigentlich die Wiederverwendbarkeit. Das heißt, jemand anders wird dieses Tool höchstwahrscheinlich nicht benutzen können, weil es eben genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist und auch sein muss, damit ich damit gut arbeiten kann. Ist es nicht auf meine Bedürfnisse exakt zugeschnitten, die sehr unterschiedlich sein können, habe ich halt das Problem, dass ich eine wirklich semi-optionale Lösung für mich habe, wo mir einfach Dinge fehlen, die ich brauche. Das heißt, da muss dann wieder drumherum gebastelt werden, andere Sachen drangepackt werden, damit ich alles habe, was ich brauche. Ein großer Vorteil ist, wenn ich jedes Tool einzeln habe, ist, ich habe einfach das ideale Tool für jeden Use Case und ich kann sie einfach tauschen. Wenn ich sage, es gibt jetzt hier was anderes oder ich möchte einen anderen Ansatz mal probieren, ich brauche andere Feature, kann ich ein einzelnes Tool tauschen und bin glücklich. Stimmt so halb? Denn die Tools müssen ja wieder zusammenarbeiten können, weil ich zum Beispiel mein Programm die Helferschichten beeinflusst. Also hier zum Beispiel haben wir unsere Videoschichten. Die hängen natürlich genau vom Programm ab. Wir brauchen einen Helfer pro jede Videoschicht. Das heißt, das wollen wir gerne automatisieren und nicht alles händisch eingeben müssen. Genau, das ist hier nochmal eine Übersicht, ein bisschen der Hauptpunkte für mich. Single Sign-On ist auch noch so ein großes Thema. Es ist für Benutzer oder für Externe, die dann mit einem sozusagen in dieser Konferenz interagieren, Besucher, Speaker und Co. Echt nervig, wenn die irgendwie 5 verschiedene Accounts brauchen. Man kriegt dann auch eine Menge Mails, aber hier, mein Account tut nicht. Dann kommt immer raus, ja, das war der von dem anderen Tool, was fast genauso aussieht, aber doch anders ist. Das ist halt, hat halt also auch Nachteile. Also beide Ansätze sind komplett valide, haben ihre Vor- und Nachteile. Und ich zeige auch gleich, wie das so ein bisschen aussieht, wie die einen und die anderen vorgehen. Erstes Beispiel, Froscon. Natürlich, ich bin hier in der Orga, also ist das so mein Paradebeispiel. Und ich beschäftige mich hier auch sehr intensiv mit diesen ganzen Tools. Und zum Beispiel für den Ticket-Vorverkauf bzw. das Kassensystem haben wir in den letzten Jahren das CCC-Kassensystem bzw. ein Batch-System, was eigentlich ein paar Skripte sind, genutzt. Das Kassensystem hat für uns den Vorverkauf gemacht und auch hier vor Ort den Verkauf. Vielleicht hat es der eine oder andere mal gesehen, es waren Laptops mit so schönen Barcode-Scannern noch dabei für die Hand. Und das Badge-System ist wirklich, um diese wunderschönen Badges alle zu drucken. Da packen wir einfach nur eine Liste an Namen rein und dann werden die gedruckt und schön formatiert. Das ist was, das haben wir vor allem in den ersten oder in früheren Jahren benutzt. Da wir jetzt den freien Eintritt haben, ist das Kassensystem weggefallen und wir sammeln nur noch von anderen die Badges ein.
Call for Papers haben wir Frapp. Das ist der Nachfolger von Pentabath. Frapp wird an deutlicher Bekanntheit erlangt einfach. Ich werde das auch gleich nochmal ganz, ganz knapp vorstellen. Eine ausführliche Vorstellung ist einfach hier im Rahmen nicht möglich. Wird in sehr vielen Konferenzen eingesetzt, wird von vielen verschiedenen Leuten weiterentwickelt. Es gibt auch ein paar aktive Hauptentwickler. Es hat zwar auch noch ein paar große Mankos, was Rechteverwaltung oder so angeht, bringt aber eigentlich alle Feature mit, was wir haben wollen. Und hat vor allem von Pentabath das Exportformat geerbt, womit es sozusagen die Schnittstelle zu den anderen Tools, die schon existenten, einfach weiter aufrechterhalten hat. Für die Ausstellerverwaltung, die Sponsorenverwaltung und auch unsere Kontaktverwaltung haben wir ein Tool namens Sabot. Das ist erst seit Anfang des Jahres auch Open Source. Wir benutzen es seit 2 oder 3 Jahren, war auch noch stark in der Entwicklung und werde ich auch gleich noch vorstellen. In ganz knapp hat mir nämlich das Leben einfach um unendlich viel erleichtert. Vorher war hier die Lösung bei uns Mail, was so ziemlich die Hölle war, denn diese Informationen, die man so von Sponsoren und Ausstellern braucht, braucht man alle zu verschiedenen Zeitpunkten. Und das hieß einfach mindestens so 10-mal während der Frostcon-Vorbereitung alle Mails aller Sponsoren durchackern, um diese Informationen wiederzufinden. Bei der Helferverwaltung setzen wir seit diesem Jahr auf das Engel-System. Zuvor hatten wir da auch eine Eigenentwicklung. Aber genau da sind wir zu dem Punkt gekommen, den ich vorher eigentlich schon so ein bisschen angesprochen hatte. Wir haben was Eigenes geschaffen, weil wir auch einen anderen Ansatz hatten beim Engel-System. Also als das Engel-System, beim Engel-System darf man sich die Schichten selbst suchen. Wir haben sie früher zugewiesen. Daher gab es dafür sozusagen auch einen guten Grund. Wir haben gesagt, das ist den Weg, den wir gehen wollen. Sind aber eben einfach vom Feature-Set und so haben wir entschieden, Engel-System, das kann mehr, das hat einfach so viel Funktionalität, da gibt es Entwickler hinter, das übernehmen wir. Bei der Kommunikation, wie bereits erwähnt, Mail ist meistens dann doch das Grundbasisding, was da steht. Wir benutzen da RT. Der ein oder andere kennt es vielleicht, das ist so ein Ticketsystemlösung. Der Vorteil ist, und das ist auch sehr, sehr wichtig in meiner Ansicht bei der Kommunikation, ist, jeder kann alle Kommunikation einsehen. Wenn ihr eine Konferenz macht, versucht nicht, dass die Leute mit ihren persönlichen Mail-Accounts irgendwas machen, denn wie auch in der Softwareentwicklung gibt es den sogenannten Busfaktor. Kennt den jemand nicht? Okay, also der Busfaktor ist, wie viele Leute braucht es oder wie viele Leute können, so rum, wie viele Leute können vom Bus überfahren werden, ohne dass das Projekt sofort damit gefailt ist. 1 ist die schlechteste Zahl. Und das ist genau das passiert, wenn ihr persönliche E-Mail-Kommunikation habt. Denn wenn diese eine Person ausfällt, aus welchem Grund auch immer, und nicht mehr ansprechbar ist, ist der Kontakt weg. Ihr wisst nicht, wer angeschrieben wurde, wer der Stand ist. Ihr habt keine Chance, das wieder herzukriegen. Und das darf nicht passieren. Deswegen ist so ein Tool wie RT, auch wenn das jetzt hier, glaube ich, kein Open-Source-Tool ist, ist sogar Open-Source, ne? Ja, habe ich das Sternchen falsch gesetzt. Ist er einfach, auch wenn es furchtbar von der Konfiguration ist, sucht euch irgendein Ticketsystem für Außenkommunikation, wo alle drauf Zugriff haben, packt das irgendwie in Queues für die verschiedenen Themen, dass nicht jeder alles lesen muss, sondern es filtern kann, aber dass jeder alles nachlesen kann, wenn es notwendig ist. Das hatten wir mehrfach. Es ist keinem vorzuwerfen, jeder kann mal ausfallen auf den nächsten Tag und es rettet euch wirklich den Allerwertesten. Bei der Homepage setzen wir auf Typo 3 und noch ein falsches Sternchen. Das ist einfach bei uns gewachsen. Ich weiß nicht, ob ich es jemandem empfehlen würde. Kann ich mich jetzt streiten mit Leuten gewiss, aber sagen wir mal so, die Einstiegshürde für den einen oder anderen ist bei uns dann doch etwas höher. Da würde ich vielleicht, je nach Anforderung, die man hat, nimmt das Einfachste. Eure Organisatoren sind nicht unbedingt alle Entwickler oder irgendwas oder haben auch keine Lust, sich dann da irgendwie ewig einzufuchsen. Sucht euch was einfach ist. Und Videorecording, gut, das ist eine sehr spezielle Anforderung und was sehr Spezielles. Viele Konferenzen, wie auch wir, haben einfach das C3 VOC da und sind damit total glücklich. Die haben ihren C3 TT, ihr Ticketsystem, was nicht Open Source ist bisher, aber ganz, ganz großartig und diesen ganzen Prozess automatisiert und auch zu dieser Wahnsinnsleistung führt, dass nämlich die ganzen Talks von gestern schon veröffentlicht sind. In allen Formaten. Also das ist einfach auch ganz viel diesem Tool zu schulden. Und ja, genau, das ist halt was
einfach auch ein Feature ist, was man immer mehr braucht. Worauf ich jetzt im nächsten eingehen möchte, ist ein bisschen eine ganz, ganz kurze Vorstellung von Frapp. Das mag der eine oder andere schon kennen, weil es, wie gesagt, weiter im bekannt ist. Sabot werde ich auch kurz vorstellen, weil das eben noch ganz neu ist. Und meines Erachtens nach, wenn man eben eine Aussteller hat oder Sponsoren, einem das Leben sowas von vereinfacht. Und auch kurz auf das Engel-System eingehen. Die anderen Tools werde ich nicht vorstellen. Wer aber zum Beispiel am Videorecording interessiert ist, was immer ganz viele spannend finden, da gab es auch einen Talk, glaube ich, letztes Jahr zum allgemeinen Ablauf. Und in diesem Jahr gab es einen zum Octomix, was das Tool ist, was im Endeffekt hinten der Herr auch gerade zum Schnitt dieses Videos live verwendet. Da findet ihr alle Informationen dazu. Hier vorne ist eine Frage. Ein Tool, welches mir fehlt, ist das, mit dem ihr die Pflanzen abbrecht. Hallo! Okay, ich wiederhole ganz kurz. Ein Tool, was ihm fehlte, war ein Tool, mit dem wir die Finanzen abrechnen. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, das läuft, also unser ganzer Finanzplan ist eine Excel-Liste. Und zwei sehr fleißige Leute, die das nachtragen. Da müsste ich jetzt unser Finanzteam fragen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir nur noch sozusagen die Sponsoren haben für Ticket und wo wir, für Rechnungen und auch wo wir eben mit, sage ich mal, Firmen, wo wir jetzt irgendwie der Caterer oder sowas haben, haben wir da auch nicht mehr so viel. Früher, wo wir noch unseren Vorverkauf der Tickets hatten und das Ticketsystem hatten, gab es da eine Anbindung vom Ticketsystem an unser Konto, was dann abgeglichen hat, ob bezahlt wurde oder nicht. Aber durch das andere sind wir gar nicht mehr so angewiesen, weil wir einfach nicht ganz so viele Finanzbewegungen haben. Die Einnahmen sind ja das eine, die Ausgaben das andere. Und die Liste dürfte auch nicht unerheblich sein, oder? Das ist richtig. Das wird aber wirklich von den Leuten gepflegt, per Hand. Da haben wir zwei Leute, die gehen da rum und es hält sich in Grenzen. Wir machen das alles, ja, wir haben unser Budget-Spreadsheet und da wird das eingetragen. Wir haben vor unsere Schätzungen und dann wird da immer konkret alles nachgetragen. Auch da sind bei uns die, glaube ich, die Positionen. Jetzt wird mein Finanzteam vielleicht nachher sagen, es ist doch ganz, also es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Aber es ist einfach noch manuell für uns so machbar und funktioniert gut, weil sich das auch über natürlich eine ganze Zeit streckt. Also, dass wir da schnell und viel auf einmal haben, ist jetzt natürlich während der Konferenz, da sind es aber Kleinbeträge, das ist nicht ganz so aufwendig, die großen Rechnungen und Co. Die Rechnungen legen wir im SVN ab und der Rest wird eingetragen, das hält sich in Grenzen noch. Gut, gerne. So, kommen wir zum Frapp. Der eine oder andere hat es gesehen. Ich habe ja als Beispiel einfach mal meinen Talk genommen. Das ist erstmal die Config-Seite. Wir kommen gleich zu einer Seite mit meinem Talk. Hey. Man legt sich einfach so eine Konferenz an. Das ist eigentlich ganz schön. Gibt den Titel, ein Akronym, was so das Kürzel ist, eine Kontakt-E-Mail-Adresse, kann die Timeslots konfigurieren, wie die Abstände sind, was die maximalen Einstellungen sind und. Das ist wirklich schön, man hat so ein Admin-Interface, man klickt sich da durch, sagt, das ist die Grundsachen meiner Konferenz, so soll das Programm ungefähr aussehen. Und wie man hier sehen kann, hat man auch wirklich eine Übersicht über alle Konferenzen. Die können wirklich, also es ist Multi-Conference-fähig, man kann verschiedene Konferenzen da drin haben oder wie wir unsere ganzen Jahre. Da sieht man auch, wann wir angefangen haben. Es ist irgendwie nicht richtig sortiert, aber 2007 war das erste Jahr, wo wir auf Frapp gesetzt haben. Und im nächsten Jahr klicken wir einfach auf Create New Conference und stellen sozusagen die nächste an, die dann auch da auftaucht. Und das Tolle ist, wir können halt auch in jedes Jahr zurückgehen und gucken, was war da und uns diese Informationen wiederholen und so ein bisschen free foul. Bei der Konferenz tragen wir ein natürlich, welche Tage gibt es, wie sollen die Tracks heißen, welche Räume kann man auch immer weiter hinzufügen. Also auch das ist alles nicht dann einmal in Stein gemeißelt, sondern man kann das wirklich nach und nach machen. Habt ihr in unserem Programm vielleicht auch gesehen, dass so nach und nach manchmal die Räume auftauchen. Man kann über den Schedule ein paar Sachen einstellen und auch über die Notifications, dass man E-Mails bekommt oder wie die auch aussehen sollen, dass wir E-Mails verschicken können etc. All das bringt Frapp da einfach schon mit. Für den User, der einen Talk einreicht, sieht das Ganze erstmal so aus. Man kommt auf die Call for Participation Seite, heißt es bei uns. Call for Papers kann man nennen, wie man möchte. Hier kann man auch nochmal einen kompletten Text reinpacken. Wir halten den auf der Homepage. Andere packen den direkt hier rein, wo man eben beschreibt, was man sucht und was eben so der typische CVP-Text ist. Und genau, man hat dann einfach die Möglichkeit, sich einzuloggen mit seinen existierenden Accounts, was sehr schön ist, weil man dann auch wirklich von den Vorjahren noch bei sich seine Talks hat oder so. Da kann man auch selbst nochmal schauen, was man da eigentlich so hatte. Manchmal ist das so, ach ja, richtig, da habe ich ja was erzählt und sein Bild mal updaten.
Genau, das funktioniert eigentlich wunderschön. Man loggt sich ein, sieht dann hier, okay, das sind die Konferenzen, die aktuellen Talks, die ich eingereicht habe. Ich kann einfach auch sagen, hier, submit another event oder ein neues. Ich kann meine Availability einstellen, ein ganz interessantes Feature, um den Schedule später zu laden. Dann kann man wirklich sagen, ich kann nur während den und den Zeiten. Übrigens auch so das Hauptproblem, was wir haben, wenn Leute sagen, ja, mein Talk ist doch confirmed und alles ist gut und der taucht unter Events aus, aber nicht im Schedule. Warum? Ja, der Speaker hat nicht angegeben, dass er da kann und dann wird das auch noch nicht angezeigt, gescheduled. Da gab es sogar schon, schmunzelt einer hinten, der hat nämlich schon über Twitter statt an unserer Stelle Support genau an dieser Stelle geleistet, wo da nämlich auch jemand genau mit diesem Problem über Twitter kam, meinte, oh, mein Talk ist nicht da, warum denn? Man hat ein paar persönliche Informationen, die man über sich hinterlegen kann, so ein bisschen kurzen Lebenslauf, Selbstbeschreibung etc. Was ganz nett ist, als Admin kann man auch so ein bisschen gucken, wann werden denn so Talks eingereicht? Wie man sieht, gibt es hier so ein paar Peaks und vor allem auch, wie die Anzahl der Talk-Einreichungen sind. Da hat man eine Übersicht und vor allem hat man hier seinen wunderschönen Schedule, wo wir sozusagen eine interne Sicht haben, welche Talks haben wir wann, die ganzen Räume etc. Bei uns artet das immer ein bisschen aus, andere Konferenzen sind kleiner. Und ja, hier die Farbe, jetzt ist natürlich alles grün, ich habe die Screenshots ein bisschen spät gemacht. Sind die auch zum Beispiel gelb, wenn wir wissen, da fehlt noch was. Das heißt, die sind gelb, dann wissen wir, die erscheinen nicht im offiziellen Schedule. Das heißt, da ist irgendwie die Availability oder so. Man kriegt hier Warnungen angezeigt, wenn man was setzt. Achtung, da kollidiert was. Das heißt, da kriegt man viel Unterstützung. Trotz allem, die eigentliche Planung, wann wir welchen Talk haben wollen, machen wir immer noch, indem wir, ach, das ist gar nicht hier, das ist eine andere Sicht, sogenannte Pentacards oder vielleicht heißen sie jetzt auch Frappcards erstellen und das wirklich von Hand legen. Es gibt Konferenzen, die versuchen da so automatische Tools zu machen, die das Ganze optimieren. Wir sind bisher noch dabei, wir suchen uns irgendwo einen riesen Tisch und legen den ganzen Kram, um einfach nochmal drauf zu gucken, wo da steht dann die Availability und all diese Sachen drauf. Aber um einfach zu gucken, dass wir ein ausgeglichenes Programm hinkriegen, dass die Tracks passen. Und ja, das ist dann so ein bisschen so ein riesen Puzzle, was dann hoffentlich irgendwann aufgeht. Genau, das war es eigentlich zu Frapp, was ich zeigen wollte. Den Export, den habt ihr vielleicht alle schon gesehen. Also da fällt so ein schönes PDF raus und auch ein paar andere Formate. iCall etc. Und damit können sehr viele Tools arbeiten. Der ein oder andere hat vielleicht gesehen, bei uns auf der Seite sind auch die Android-Apps oder sowas verlinkt oder auch eine mobile Ansicht. Die arbeiten teilweise mit dem XML-Format, dem ICS-Format, allem möglichen, was da rausgekommen ist. Und ja, haben dadurch eine sehr schöne Schnittstelle. Da ist eine Frage. Ja, keine Frage, sondern eine Anmerkung. Mir hat jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung von dir gefehlt, weil Frapp ist ja jetzt nicht irgendeine Software, sondern die ist ja bei euch entstanden. Genau. Also ne, Froscon-Mitarbeiter oder Mithelfer haben quasi geschrieben. Und ich habe ja auch ein paar Jahre lang eine Konferenz mit organisiert, den Linux-Tag. Und habe immer halt in der letzten Iteration, obwohl wir es dann am Ende nicht gemacht haben mit Frapp, aber habe einfach mal mich einen Nachmittag hingesetzt und habe immer halt mal versucht, die Linux-Tag-Vorträge da hinein zu importieren. Und ich fand das so schön gemacht. Also ich habe immer halt innerhalb von einem halben Tag wirklich immer halt das Konferenzprogramm der ganzen letzten Linux-Tag-Jahre da rein importieren können und habe das sofort schön dargestellt gehabt. Gab ein paar Sachen, die noch nicht für uns fertig angepasst waren, aber im Großen und Ganzen war das einfach schon nutzbar. Also echt super Ding. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Also das Lob geht da vor allem an den David Rötzel, einen der Mitgründer der Froscon, der einfach mal irgendwann gesagt hat, Pentabuff hat so lange wie Klickwege, ein Tools, was aus dem CCC kommt. Wir wollen sozusagen die gleichen Feature haben oder vielleicht auch ein bisschen runterbrechen auf die elementaren Sachen, die man wirklich braucht und es umbauen. Und danach haben aber weit andere wirklich viel, viel Arbeit da noch reingesteckt. Und auch heute ist es noch so, dass immer weiter eingesetzt wird, Leute für sich da Erweiterung schreiben, es sich anpassen und es da einfach auch schon ganz, ganz viele Forks gibt. Ist auch auf GitHub zu finden. Den Link habe ich am Schluss nochmal für alle, die es interessiert. Schön, dass es so einfach ist für viele. Klar, ein paar Feature fehlen auch noch. Auch im CCC-Kontext wird es verwandt und auch da fehlen noch ein paar Feature. Im Besonderen ist so die User-Verwaltung im Sinne von, welche Rechte-Ebene gibt es, also die Rechte-Management, nicht ideal. Es gibt irgendwie Admin und der was einreicht. Das ist vielleicht ein bisschen sehr grob, Granular. Ach genau, Reviewer gibt es noch, aber es gibt jetzt zum Beispiel nicht bei uns, wir haben ja unsere Dev-Rooms, wo einzelne Leute für zuständig sind
Und die kriegen von uns momentan einfach die Adminrechte, weil, und wir sagen ihnen immer, seid vorsichtig, seid nur bei eurem Zeug, wir vertrauen euch, wir fahren damit sehr gut. Bis jetzt ist eigentlich noch nie irgendwas kaputt gegangen groß, was sich nicht innerhalb von wenigen Klicks wieder fixen ließ. Aber da sind auf jeden Fall, ist da noch Potenzial, aber man sieht einfach, immer mehr haben wirklich darauf geswitcht, weil es ein schönes Tool ist und weil es eben viel anbietet. Kommen wir aber zum nächsten Tool, was so ein bisschen mein Favorit ist, Sabot. Sabot ist ein bisschen ein interessanter Name. Vielleicht kriege ich es zusammen. Sponsoring and Boost Organization Tool ist es, glaube ich. Oder irgendwie so in der Art. Wie vorhin gesagt, haben wir das früher alles per Mail gemacht. Es war die Hölle. Das hat mich Tage gekostet, wirklich, immer wieder. Und es war furchtbar, durch diese Mails sich zu schlagen. Und dann hat man doch nicht alle Infos und das beim ersten Mal nicht gesehen. Und hier haben wir einfach was gebaut. Beziehungsweise eigentlich auch, das ist auch ein Tool aus der Froscon. Martin Lang, hier einer der Froscon-Organisatoren, hat das entwickelt. Ich war eigentlich immer so der Nutzer. Ich habe bei der Entwicklung gar nicht mitgemacht. Kam aber immer mit, ich brauche dieses Feature, ich brauche das Feature. Und angefangen hat das eigentlich, er hat die Ausstellung hier immer verwaltet und den Call for Participation für die DevRooms und die Ausstellung eben und hat sich dann ein Tool geschrieben, dass die Leute halt sagen können, ja hier, ich möchte einen Stand haben, ich möchte einen DevRoom haben und so eine kurze Beschreibung geben, dass er dann sagen kann, annehmen und Co. Und er hatte da so eine Übersicht und ich so, oh ja, Stände habe ich beim Sponsoring auch. Können wir das nicht auch für Sponsoring bauen? Und dann habe ich dieses Projekt komplett gekapert und alles an Sponsoring-Features reingehauen, was ich brauchte. Also dieses Tool ist so ein bisschen für meine Sicht mein Sponsoring-Tool geworden, was auch Ausstellung kann. Kann aber natürlich, eigentlich ist es andersrum mal gedacht gewesen. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen für beide, auch wenn man nur eins davon benutzt. Es ist wirklich getrennt. Man hat hier oben einmal den Bericht Sponsoring. Man sieht schon, da gibt's einen Dropdown, bei den anderen nicht. Und Dev Rooms und Exhibitors, unsere Aussteller, es ist wirklich großartig. Wir haben nämlich zum einen erstmal zu den DevRooms, sehen wir hier, wer sich so beworben hat. Das ist ja jetzt nicht so deswegen habe ich das mal nicht, das wisst ihr ja, steht in unserem Programm. Und da können die Leute wirklich reinschreiben, hier, wer ist der Kontakt und sonst was, eine Beschreibung reinhauen und wir können sagen, angenommen, abgelehnt. Und hier sehen wir alle Angenommenen. Wir sehen hier, welche Informationen bereitgestellt wurden. Ein großartiges Feature. Die Weltkugel steht irgendwie, dass wir einen Link haben. Das hier ist der Text fürs Programmheft, glaube ich. Und das heißt, dass das Personal gemeldet wurde. Auch das kann hierüber passieren. Dass wir direkt wissen, wer wird Aussteller sein, für wen müssen wir Badges organisieren. Und ein wahnsinnig tolles Feature sind diese hier. Mails schreiben automatisch Massenmails an die Organisatoren oder an alle Teilnehmer, die gemeldet wurden. Da können wir dann schicken, ja, Essen gibt's da, seid um die Uhrzeit da oder all diese Infos, die man so loswerden will, die wir vorher nur an die Organisatoren schicken konnten vor allem, die da oft versandet sind, die Teilnehmer, die dann vor Ort waren, was nicht immer die Organisatoren sind, hatten dann diese Infos nicht und das können wir mittlerweile aufsplitten und es ist ein Klick und das Ganze ist auch noch ans RT gebunden, glaube ich auch an dieser Stelle und das heißt, wenn die Leute uns dann antworten, sind das RT-Mails, die in unserem Ticketsystem in der Kommunikation sind. Großartig. Das gleiche Spiel haben wir so bei den Sponsoren. Hier gehen wir aber noch einen Schritt weiter und haben nämlich erstmal unsere Kontakte. Sprich, hier haben wir eine Liste von allen Leuten, die wir da mal eingepflegt haben. Wir haben am Anfang einen Import gemacht von den Daten, die wir schon hatten. Das war allerdings immer sehr chaotisch an verschiedensten Stellen. Irgendwie haben wir immer versucht, was zu halten. Nichts hat funktioniert. Und hier haben wir wirklich die Leute. Also hier seht ihr jetzt alle, die aktuell Sponsoren sind und je es waren. Jeder, der uns mal kontaktiert hat, fragen wir, ja, sollen wir euch in die Liste aufnehmen? Klar. Und auch dann können wir wieder Batch-Mail generieren. Da kann ich dann durchklicken, entweder ich möchte allen schreiben oder hier nur den bestimmten. Und zack, haue ich eine Mail an alle raus. Und das Tollste ist, ich kann sagen, ich habe Mail-Template. Gerade im Deutschen. Soll es du, soll es sie sein, soll es Englisch sein, soll es dear Sir, Madam, soll es Herr oder Dame sein. Also all das kann ich konfigurieren und jeder kriegt dann eine wirklich persönliche Mail. Also steht dann zum Beispiel, ich arbeite auch noch beim DLR und wir sind hier auch noch Aussteller. Ich habe so alle Funktionen, die es gibt, geschafft, langsam freigeschaltet. Und ich schreibe mir dann immer selbst Mails. Also weil das halt in dieser Batch-Mail stehe ich dann als Kontakt drin und dann kommt, hallo Carina, ey, was letztes Jahr bei der Froscon als Aussteller, wollt ihr nicht wiederkommen? Und das Tolle ist, ich sehe auch noch, ob ich eine Antwort bekommen habe. Das heißt, diese Mails gehen ins RT, die Ticket-IDs sind hier direkt verlinkt. Das heißt, ich habe direkt auch eben die Mail-Kommunikation damit drin hängen
Und ich kann hier sagen, gehe auf Import Reply Status und zack, kriege ein Update. Wer hat mir im RT geantwortet, wer nicht? Manchmal sind es dann andere, also schreiben die neue Mails, dann haben wir neue RT-IDs, dann passt es nicht mehr ganz so. Da tricksen uns unsere Sponsoren noch so ein bisschen aus. Dann muss ich das später merchen von Hand. Da war ich dieses Jahr ein bisschen faul, aber dann kann ich das hier immer aktualisieren und sehe einfach, wo muss ich vielleicht nochmal nachhaken. Nochmal eine zweite Mail schicken, ein paar Monate später. Gibt viele, die in der zweiten Runde nochmal an Bord kommen, weil sie einfach im Januar noch nicht dran denken. Und ja, von jedem Sponsor habe ich da halt so eine schöne Seite, wo ich irgendwie auch die Rechnungsadresse hinterlegen kann, wobei wir das jetzt gerade umgezogen haben für dieses Jahr in einen anderen Bereich, da komme ich gleich zu. Und ja, da habe ich halt meine ganze, die Sponsoren abgelegt. Der zweite Teil, was brauche ich neben Sponsorenkontakten? Pakete, die ich Ihnen verkaufen kann. Hier seht ihr einmal eine Übersicht unserer Pakete. Das Tolle ist, oh, vielleicht sollte ich das doch nicht zeigen, fällt mir ein, ich muss diese Folie noch editieren. Ich gehe da mal schnell weg, erkläre aber trotzdem, was da stand. Ich habe vergessen, da was wegzumachen. Also nämlich, ich kann jedes Paket manuell zusammenklicken. Ich kann sagen, da gehört eben, dass die auf unsere Webseite kommen dazu, da gehört, dass die eine Social Media Wendung dazu, die kriegen einen Text im Programmheft, die kriegen einen Stand, die nehmen an der, Open Source Jobs in Practice Session teil. Und kann das alles konfigurieren, sozusagen jedes Paket einzeln. Und das nutzen wir auch wieder, um später die Rechnung zu erzeugen und Co. Aber vor allem auch kann ich dann einfach in den Sponsor kontakten. Hier, ach, das ist abgeschnitten, das ist ja schön. Ist eigentlich noch so ein kleiner Pfeil. Und dann kann ich sagen, hier möchte ich dieses Ticket, also ein Package zuordnen diesem Sponsor. Und dann habe ich einfach einen Dropdown und sage zum Beispiel, wie dieses Jahr Reply, möchte unser Platin-Sponsor sein. Und dann tauchen die in unserer Liste von Sponsoren hier auf, mit welchem Paket sie haben, mit welchen Infos wir brauchen, welche fehlen. Grün heißt, wir haben sie. Rot heißt, diese Infos fehlen noch. Schwarz heißt, da steht nichts, das ist aber auch nicht schlimm. Hier das Symbol steht dafür, dass die Leute uns Pakete schicken können, aber man muss ja nicht. Genau, und ich kann mir das Ganze hier irgendwie eine Rechnung erstellen lassen. Da haben wir hier oben nochmal einen Bereich Sponsor Invoices, da kann ich auch so Templates mir ablegen, wie die auszusehen haben. Und bei Sponsor Invoices nutzen wir sogar noch ein Tool, so einen kommerziellen Service zugegeben, die da stellen wir nämlich die Rechnung per PDF und schicken die, und die drucken die für uns aus und schicken die per Post. Das liebt unser Finanzteam übrigens, weil die müssen diese Rechnungen nicht mehr händisch eintüten oder so, das passiert alles hier. Und die Rechnungen sind dann auch alle hier schön abgelegt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsfeature, denn so sieht das Ganze so ein bisschen aus, wenn ich jetzt sozusagen einen Sponsor anlege. Ich habe dann auf der Admin-Seite unten einen Link, den habe ich jetzt extra nicht gezeigt. Der ist einfach ein bisschen kryptisch, den schicke ich dann meinem Sponsor und sage, hier, das ist euer Zugang, da könnt ihr eure Infos ablegen. Und dann können die sich hier einfach durchklicken und sagen, hier ist das Logo, hier unten kommt noch die Webseite, meine Rechnungsadresse. Da hatten wir nämlich oft, dass das dann nicht die Adresse der Leute in ihrem Büro ist, die werden Kontakt haben, deswegen haben wir das rausgezogen. Das sind unsere Social Media Accounts, Twitter, Facebook, bla. Das ist der Text für die Konferenz-Homepage, das ist, was wir von dem Stand wollen. Da können die direkt sagen, ich brauche 2 Tische, einen Stehtisch, 3 Stühle. Recruiting, also die Open Source Session, können einen Text reinpacken, Pakete, was wir bekommen. Großartiges Feature seit neuerem. Nicht nur, was schicken wir euch und wofür ist das gut, sondern hier sind die Tracking-Nummern von DHL oder weiß ich welcher Firma. Ist großartig, weil wir können, wenn die Fragen auch nachvollziehen, nicht nur sagen, ist es bei uns angekommen oder nicht, das kann man da drin auch markieren, sondern auch direkt im Tracking gucken, wo ist es, und haben diese Infos nicht mehr überall verteilt. Für unser gedrucktes Programm kann man da Texte reinpacken, Anzeigen ablauen und als letztes seine Teilnehmer, die den Stand betreuen oder so, direkt hinterlegen, damit wir die Badges erzeugen können. Das heißt, wir haben alles zentral an einer Stelle. Ich kriege jedes Mal, wenn jemand was ändert, eine Mail, weil ich ein bisschen faul bin und dann nicht immer nachgucken möchte, und übertrage dann die Änderung dahin, wo sie brauchen, oder ignoriere es, weil ich sage, juckt mich gerade noch nicht. Genau, so viel eigentlich ein bisschen zu Sabot. Es ist einfach ein großartiges Tool, das hat man, glaube ich, mitbekommen von dem, was ich erzähle. Es hat mir, also wenn ihr überlegt mal, das ist alles, was wir vorhin in einer langen Mail haben wir das früher abgerufen, haben gesagt, schickt euch euer Logo, die blablabla. Und natürlich, ein paar Informationen hat jeder Sponsor sofort zur Verfügung, aber manche müssen vielleicht erstellt werden, wie so eine Anzeige für so ein Programm. Das dauert, das hat auch andere Deadlines.
Wir haben hier extra einen Overview, wo auch die Deadlines stehen, wo der Sponsor sofort sieht, auch welchen Stand er hat, was er abgegeben hat, also was wir schon haben, was wir noch brauchen und wo dann auch kommt so, ey, die Deadline ist close oder ey, du bist schon zu spät. Und ich kann mir das einfach da rausholen und wir haben hier auch einige Exporte, wo wir sagen können, gib mir alle Logos, gib mir dies, gib mir jenes, gib mir alle Texte fürs Programmheft, damit wir das eben alles nicht mehr so ganz von Hand machen müssen. Was uns noch fehlt, ist die Anbindung an Typo 3, dass wir das direkt automatisch auf die Webseite machen müssen. Das überrascht dann auch immer den einen oder anderen Sponsor. Ja, ich habe da gerade was geändert, das ist noch nicht auf der Webseite. Ja, das ist vor 3 Minuten passiert. Das kommt. Ich muss das klicken. Das liegt aber daran, dass Typo 3 da gerade einen Bug hat, wo wir seit irgendwie eineinhalb Jahren warten, dass der gefixt wird. Gibt da wohl auch ein Ticket zu, aber da muss man die Details mit unserem Webseitenmenschen besprechen. Genau, kommen wir zum dritten System, was ich vorstellen möchte, das Engel-System. Da halte ich mich relativ knapp. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit habe ich denn noch? 10 Minuten, okay, dann muss ich jetzt durch. Genau, und da ist es einfach, die Leute gehen auf unser Engel-System. Es kommt, wie gesagt, aus dem CCC-Umfeld. Ist auch schon irgendwie der zweite Rewrite. Also es wurde einmal neu geschrieben schon mal. Und auch, ich habe damit vor 3 Jahren mal intensiver gearbeitet und jetzt dieses Jahr wieder. Und festgestellt, da hat sich wieder total viel geändert. Also auch da wird kontinuierlich weiterentwickelt. Sie haben auch 1, 2 Sachen kaputt gemacht. Da muss ich auch nochmal mit denen reden. Aber es ist halt schön, man sagt sozusagen Register und man gibt erstmal ein, so alle Kontaktmöglichkeiten, die es gibt. Und das ist so ein bisschen aus dem CCC-Umfeld oder zumindest von Konferenzen kommt, wo es POC sehr vertreten ist, also hier die Jungs von Eventphone, sieht man darin, dass auch direkt die Decknummer angegeben wird, was ich großartig finde, weil ich viel lieber meine Decknummer rausgebe, als irgendwie meine Handynummer an alle. Das heißt, da kann man das alles ausfüllen, direkt auch angeben, welches T-Shirt man gerne hätte für so ein hübsches Helfer-Shirt, wenn man machen möchte. Und wann man plant anzukommen etc. Und dann kann man auch noch angeben, was will man denn eigentlich sein. Will man normaler Helfer sein oder Videoengel noch zum Beispiel. Da sieht man, das ist restricted, da kommen wir gleich zu. Und eigentlich ist man dann glücklich. Dann sagt man Register und dann ist man in diesem System und kriegt erstmal immer da oben dieses Achtung. Das heißt nämlich, du bist noch nicht als angekommen markiert. Das heißt, das nervt einen so lange, bis die Konferenz startet. Dann soll man sich nämlich einmal am Helferdesk bei uns, heißt es, hier heißt es halt im Heaven beim CCC, melden und sagen, ich bin wirklich da. Das ist ein ganz tolles Feature, denn wenn man dann nämlich sieht bei einer Schicht so, der ist nicht als da markiert, dann wird der wahrscheinlich auch nicht zu dieser Schicht auftauchen. Deswegen ist das so die oberste Regel, erstmal sagen, ich bin da. Weil es ist auf Konferenzen einfach zu oft passiert, dass die Leute sich 3 Wochen vorher eintragen und dann passiert irgendwas dazwischen, sie vergessen Bescheid zu sagen und plötzlich steht keiner bei der Schicht und man hat ein Problem. Genau, konfigurieren kann man als Admin eben auch hier, welche Räume gibt es, welche Helfertypen, auch teilweise welche Schichttypen diese Helfertypen wieder haben. Also man kann zum Beispiel, könnte ein Videoengel haben und dann sagen, okay, wir unterscheiden nochmal zwischen 2 Schichttypen, nämlich an der Kamera sitzen oder an der Kamera stehen oder am Computer sitzen und schneiden. Also das kann man alles durchkonfigurieren. Man kann die Sachen sehr nett, wenn man sie anlegt, die Schichten, zum Beispiel sagen, die sind immer im 2-Stunden-Sektor hintereinander, das haben wir an der Kasse oder sowas. Es wird dann auto erstellt von bis, zack, durch. Oder man nutzt halt wirklich Frapp, das Format als Import und hat dann hier unten wirklich zum Beispiel hier sieht man es nicht, eben für die Videoschichten genau die Schichten. So, das kann man hier alles wunderschön filtern. Und dann sieht man nämlich hier die Übersicht, was es so alles zu tun kommt. Das hier ist noch von vor der Frostcon, da war noch sehr viel rot. Rot bedeutet, da fehlen Leute. Grün bedeutet, eine Schicht ist gut. Da haben wir alles, was wir brauchen. Und als Helfer klickt man dann einfach auf Become Helfer. Sagt dann nochmal, okay, safe, ja, ich nehme diese Schicht. Und dann kann man auch nichts mehr annehmen, was gleichzeitig ist. Das heißt, die Verpeilung unserer Helfer wird da auch minimiert. Und dann kann man da seine Schichten durchklicken, hat eine Übersicht, welche Schichten man so genommen hat. Absa. Und das ist alles wunderschön. Und diese Ansicht ist eben auch für den Engel, also den, der die Helfer koordiniert. Und er kann gucken, was er da noch an Schichten frei hat oder wo er dringend Leute braucht. Übrigens, wir brauchen ganz dringend Leute. Ja. Dass man dort sich einträgt mit, ich habe Zeit von bis und
bringt mich in der Schicht oder dort unter, wo es euch passt, bietet ihr System nicht oder zeigst du es? Das gibt es nicht. Also es geht hier wirklich darum, dass Leute sich aktiv Schichten nehmen. Das andere sagen wir immer, die Leute sollen, wenn sie sagen, ich habe dann und dann Zeit, sollen und wo brennt's, lösen wir eigentlich, oder habe ich jetzt auch auf einer anderen Veranstaltung daran gelöst, dass es hieß, die Leute sollen einfach zum Helferdesk kommen und dann tragen wir die Leute ein als Admins. Das funktioniert auch, aber der da sitzt, also dann hat der die Info, das machen wir live oder die Leute schicken eine Mail, ey, ist mir egal, und dann kann der Admin das machen. Aber generell ist die Ansage, wir tun es nicht. Wie gesagt, das alte System war da andersrum aufgebaut. Aus dem einfachen Grund, ja, die Leute sollen sich überlegen, wann sie Zeit haben und das passt und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ah, okay. Jetzt muss ich mich langsam ranhalten. Einmal die gesamte Frostcon Pipeline. Ich habe jetzt nur 3 Tools mir rausgepickt, weil wie jetzt uns schon total die Zeit wegrennt. Ich hätte das mal echt üben sollen. Sehen wir hier mal den kompletten Aufbau, wie das alles zusammenspricht. Ich habe immer wieder gesagt, wir nehmen Sachen irgendwo raus und wir packen die wo rein. Das habe ich hier versucht, mal so ein bisschen ganz unprofessionell aufzubauen. Und einer unserer Hauptinputs ist momentan das FRAP. Und zwar, was da rausfällt, ist in erster Linie das Programm. Das Programm, wirklich dieses XML, nehmen wir im Engel-System, um eben die Schichten zu generieren, insbesondere für die Helfer, für die Moderation, für die Helfer, ja klar, für die Videohelfer, für die Moderation. Und auch für, also bei anderen Konferenzen, für die technischen Lösungen, die so mit der Bühne zusammenhängen. Die Speaker holen wir uns da raus und packen die ins Batch-System. Das Programm kommt auf unsere Webseite natürlich. Und die ganzen Talks, die existieren, nutzt das Videoteam in ihrem Tracker, um ein Matching zu machen zu den ganzen Videos, die hier einzeln aufgenommen werden, dass sie direkt automatisch richtig benannt, den richtigen Speaker haben, eine schöne Roll vorne und hinten, also so eine Einleitung, so eine Ausblendung. Wenn ihr mal so einen Talk geguckt habt, habt ihr es bestimmt gesehen. Also alle greifen auf dieses Austauschformat zu. Was hier fehlt, sind zum Beispiel noch die Android-Apps und iOS-Apps, die existieren. Und das Tolle ist, da viele Leute FRAP benutzen, gibt es da einfach eine große Anzahl an Tools. Und alle diese Tools existierten oder viele davon existierten schon vorher und haben halt auch mit Pentabath gearbeitet. Deswegen war es für uns so wichtig, dieses Austauschformat beizubehalten, auch wenn es nicht perfekt ist, zugegeben. Ein anderes großes Input-Tool ist bei uns Sabbat, weil wir da einfach zum einen das Personal haben von den Ausstellern und den Sponsoren, um Badges zu erstellen. Und wir haben diese kompletten Aussteller- und Sponsoren-Infos, die ihr auf der Webseite seht. Und hier fehlt uns eigentlich nur noch diese Automatisierung, das hier überzunehmen, weil ich langsam wahnsinnig werde, Texte zu kopieren in ein Typo 3. So, jetzt noch ganz schnell. Was machen die anderen? Das war jetzt natürlich sehr Frostcon-lastig. Aber ich bin auch auf anderen Veranstaltungen unterwegs gewesen. EMF Camp sollte da eigentlich stehen, ist ein IT-Hacker-Camp in England mit ungefähr 1200 Leuten auch. Sehr gemütliche Veranstaltung. Die haben ein eigenes Tool, dazu komme ich gleich. EuroPython habe ich die 2014er-Version mit installiert und auch bei der PyConde 2013 war ich dabei. Die haben auch was Schönes. Und natürlich bei den CCC-Veranstaltungen bin ich zwar nicht in der Orga so direkt involviert, aber auch immer mit dabei. Und was man hier schon mal sagen kann, ist, dass EMF und PyCon.de einen anderen Ansatz fahren. Die fahren nämlich eher diesen Run Ring to Rule Them All-Ansatz, also ein Tool, was alles erschlägt, während, wie ihr mitbekommen habt, die Frostcon und eben auch der CCC eher dieses viele Tools, das spezielle Tool und wir haben da einfach so eine riesen Landschaft fahren. Aber alles funktioniert gut. Beim EMF-Camp ist das Tool, was die haben, bildet vor allem folgende Sachen ab. Da muss ich sagen, das kann nicht ganz 100%, also es kann sein, dass es da kleine Abweichungen gibt, dass das nicht ganz der Realität entspricht. Da war ich nämlich in erster Linie Besucher und habe beim Helfermanagement geholfen, kann daher nicht alles sagen über dieses Tool. Ich habe da nur ein bisschen rumgespielt und die Leute, das war vor ein paar Wochen und die Orga war einfach noch beschäftigt und mich da, also ich wollte die nicht nerven mit meinen Fragen. Die lösen darüber ihren Ticketvorverkauf und das Kassensystem sozusagen, den Call for Papers haben die in ihrem eigenen Tool, das übrigens irgendwie unter Webseite liegt auf ihrem GitHub-Account und natürlich auch ihre Homepage darstellt. Das ist wirklich Single Sign-On, alles ist beisammen. Aussteller- und Sponsorenverwaltung, die haben zwar Sponsoren, auch ein bisschen Aussteller, das ist aber eine relativ niedrige Zahl. Da sind die noch nicht so sehr auf dieses angewiesen. Bei der Kontaktverwaltung setzen die einfach auf ganz normal Mail, soweit ich weiß. Und bei der Kommunikation, bei der Kontaktverwaltung habe ich einfach keine genaue Infos. Ich glaube, das haben die aber auch eher bei sich einfach liegen, weil die eben, wie gesagt, keine Sponsoren und Aussteller ganz im klassischen Sinne haben.
oder eine deutlich kleinere Zahl, dass da einfach die Notwendigkeit noch nicht so existierte. Was sie aber haben, ist nämlich eine Helferverwaltung, da haben sie das Engel-System auch benutzt. Das heißt, hier sieht man mal wieder, sie hatten ein Tool, aber so ganz hat es nicht gereicht. Und das Video-Recording haben sie sich nämlich das VOG zusammen dazu geholt, die natürlich ihre ganz normale Pipeline aufgesetzt haben, weil sie das einfach gar nicht haben. Heißt aber, sie mussten dann von ihrem, was sie haben, ein Format basteln, was das FRAP-Export-Format ist, dass so einer rausfällt in dem Format, damit das Video das alles benutzen kann und auch das Engel-System. Das heißt, sie wurden irgendwie gezwungen, sich da anzupassen, damit sie das benutzen können. Zugegeben, beim Engel-System gab es auch bei diesem Zusammenpacken, weil sie wollten unbedingt Single Sign-On und so haben ein paar Probleme. Es war dann nicht so ideal und es ist genau das, was ich erlebe. Man nimmt dann ein externes Tool und wenn man eben was nimmt, was nicht genau darauf angepasst ist, braucht man halt doch viel Vorbereitungszeit und muss das wirklich durchspielen, um zu gucken, ob das dann wirklich klappt, wenn man dann unbedingt Single Sign-On oder sowas noch da reinklatschen will, weil es einfach nicht dafür gedacht ist. PyCon.de 2013 und EuroPython 2014, die Zahlen habe ich hier mal gedroppt, hatte auch ein eigenes Tool, das hieß DJEP, wird auch mittlerweile, glaube ich, von den Django-Konferenzen, soweit ich weiß, benutzt, ist eben auch Open Source. Macht den ganzen Ticket-Vorverkauf und das Kassensystem, den Call for Papers, beziehungsweise bei der PyCon.de wurde fürs Ticket-Vorverkauf noch sowas Ähnliches wie Eventbrite benutzt. Ich glaube, dazu komme ich gleich. Ausstellungsverwaltung, Sponsorenverwaltung wurde über die Systeme gelöst. Kontaktverwaltung, Helfer, Kommunikation nicht direkt in dem System und Videorecording, wie immer, war auch da das VOG dabei. Zumindest bei der EuroPython, bei der PyCon.de hatten wir andere Externe dabei, die hatten aber kein wirkliches Tool. Die Kommunikation haben wir über Jira gelöst. Da gibt es zwar so ein Kommunikations- oder so ein Plugin, das haben wir nicht genommen. Wir haben rumgebastelt und ich muss zugeben, es war nicht so richtig geil. Und zu der Helferverwaltung, naja, also es setzt sich durch, auch hier das Engel-System. Auch hier musste wieder ein extra Export gebastelt werden, damit wir die Schichten da reinkriegen. Das gleiche auch fürs VOG, zumindest bei der EuroPython. Und sprich auch hier, so ein paar Tools setzen sich einfach durch, und weil da gibt es einfach nicht so viele, die Bock haben, das zu machen, und es kann einfach schon so viel. So, damit komme ich jetzt auch zu meinem Fazit. Ich glaube, die Zeit ist jetzt auch gleich fast rum. Und zwar, es gibt kein richtig und kein falsch. Alle dieser Tools haben ihre Vorteile. Die EuroPython und die EMF muss nicht alle Texte durch die Gegend kopieren, was wir noch machen müssen. Dafür müssen sie sich irgendwie doch mit anderen Tools arrangieren, weil ihre Lösung halt doch nicht einfach alles abdeckt, was sie brauchen, und einfach der Feature-Umfang sehr groß wird und der Entwicklungsaufwand einfach dann nicht mehr im Verhältnis steht, weil es einfach Tools gibt. Und jeder muss so ein bisschen seinen Weg finden, der für ihn funktioniert. Genau, Fragen? Die Chance gibt es jetzt nochmal. Wie gesagt, das war einfach bei weitem nicht alles. Es gibt da noch ganz viel zu bequatschen. Wer da Interesse hat, gerne gleich hier draußen bei was zu trinken oder per Mail oder Twitter. Hier sind auch noch mal meine Kontaktdaten. Und damit danke ich herzlich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ich bin noch in der Zeit. Naja, fast. So, ich glaube offiziell... Ah doch, wir haben noch Zeit für Fragen. Ne? Wir haben bis Viertel nach. Hätte ich mal besser in unser Programm geguckt. Magst du denn vielleicht die CCC-Seite nochmal zurückgehen? Ja, die war zu schnell. Ganz kurz hier als Anmerkung, das ist jetzt so eine grobe Zusammenfassung. Es gibt so viele CCC-Events, dass die natürlich auch nicht alle genau dieses Setup fahren. Also da gibt es auch kleine Abweichungen. Aber das ist so das Grundsetup, was da verwandt wird. So, gibt es dazu Fragen? Achso, ich bin hier auch wirklich, habe ich die überhaupt erwähnt? Nein. Doch. Nee, ha, siehst du? Ja gut, dann kann ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Also die benutzen auch das CCC-Kassensystem oder das Kassensystem daher. Die benutzen eben das FRAP, dadurch ist es auch einfach so groß geworden, weil der CCC hat irgendwann auch gesagt, wir ziehen unseren kompletten, alle Kongresse, auch die alten Sachen nach und haben das da reingehauen und es hat funktioniert. Da war auch bei uns noch also das war fingers crossed, weil die haben einfach Datenmengen, unvorstellbar. Das ist noch alles einfach rückgängig.
Die benutzen das Engel-System, die benutzen auch intern RT zur Kommunikation. Auch hier ist der Haken falsch. Die benutzen WordPress, allerdings mit einem Static Export. Also, weil WordPress ist halt einfach dann doch ein bisschen unsicher, gerade wenn du irgendwie eine CCC-Veranstaltung bist. Und das Videorecording ist da auch extrem gewachsen. Also das VOG kommt eigentlich auch hier aus der Frostcon so ein bisschen und ist so eine Mischung, dieses C3 VOG, aus den Leuten hier von der Frostcon, dem Videoteam, und von der irgendwas Ilmenau, der FEM. Ich weiß nicht, also die FEM heißt die Gruppe, ich weiß nicht genau, ob es eine TU oder Uni ist. Die haben halt früher schon das Recording gemacht auf dem CCC, haben da eben eher, das waren eher so, sag ich mal, die wirklich Videotechniker, während bei uns kamen eher so die IP-Nerds, und die haben mittlerweile einfach ein Setup, was zu diesen beeindruckenden Ergebnissen führt, dass wir irgendwie HD oder 720p Auflösung haben, zack, und das Zeug am nächsten Tag raus ist. Und die haben das einfach zusammengebastelt, und da ist ganz viel entstanden durch diese Zusammenarbeit. Habe ich es geschafft, da so rüber zu gehen? Ja. Kennst du ein Tool, was du empfehlen könntest, was die Kontaktverwaltung sehr gut managt und auch eventuell mit RT zusammenarbeiten kann? Okay, also die Frage war, ich weiß, ich muss auch immer winken, wenn Leute das nicht. Also die Frage war, ob ich ein Tool kenne, was die Kontaktverwaltung managt und eventuell auch mit RT zusammenarbeiten könnte direkt. Nein, leider nicht. Also ich glaube, man kann es auch in RT irgendwo ablegen, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich, für die Kontakte, weil man kann ja sehr viele Informationen da reinpacken. Ne? Also die Frage war, ob wir eben irgendwie Kontakte mit eben den ganzen Informationen, die so dazugehören, irgendwie jemanden da ablegen möchte und organisieren. Also bei uns ist es so, wir nutzen da wirklich nur dieses Subboard, weil wir da alle Aussteller und Sponsoren drin haben. Da haben wir alle Informationen, die wir brauchen, beziehungsweise die Aussteller haben wir da gar nicht groß drin, weil die bewerben sich über ein CFP, und die wir eigentlich immer haben, die melden sich einfach auch immer. Das funktioniert sehr gut. Es gibt so ein, zwei Leute, die wir immer extra anfragen, weil die uns auch gefallen tun, zum Beispiel Kernel Concept, weil die geben ja auch unsere Speaker-T-Shirts aus und sowas übernehmen das für uns. Da schreiben wir mal eine Mail hin, aber die rechnen, also das ist einfach, die kommen eh. Ich glaube, da müssen wir auch keine Mail schreiben, die würden einfach kommen. Weil wir einfach mit denen schon so lange, naja, ich würde das nicht mehr zusammenarbeiten nennen, sondern das ist einfach symbiotisch geworden. Und so können wir uns so auf ein paar Leute verlassen, oder manchmal schreiben wir auch wirklich Leute an, so, ja, hier, ihr macht doch sonst immer einen Projektraum, habt ihr es vielleicht nur vergessen? Und meistens kommt dann, ja, stimmt, verdammt, ich dachte, der hat die Mail geschrieben oder da sich eingetragen. Das heißt, das funktioniert da sehr gut so. Und die Sponsorenverwaltung, das haben wir halt komplett da integriert und haben keine externe Kontaktverwaltung sonst mehr, weil wir da einfach nicht das Bedürfnis haben. Die meisten anderen, mit denen wir zusammenarbeiten, Caterer oder so, ist jetzt auch nicht so eine große Anzahl. Da hat dann jeder aus seinem Team, wir arbeiten ja in Teams sozusagen, jeder hat sein Thema, und da hat er dann seine drei Kontakte. Da ist ein Verwaltungssystem dann einfach wieder Overkill. Da war noch ein Kommentar dazu, oder? Ja, genau, ging genau in die Richtung, dass meistens Kontakte ja in irgendeiner bestimmten Rolle stecken. Und diese Rolle ist wieder domänenspezifisch. Also die ist entweder aufs Programm bezogen oder eben halt auf Sponsoren mäßig was bezogen. Und wenn man, das kenne ich auch immer so, wir haben auch ein Adressbuch beim Bildungstag mal gehabt oder haben es auch noch. Das enthält eigentlich nur uns, also quasi ja. die halt im Bildungstag selbst immer mit drin sind. Und alles andere hängt eben halt vom Tool ab, wo man nur die Kontakte braucht. Okay, ich versuche das mal zu wiederholen. Also geht in eine ähnliche Richtung, was ich gerade gesagt habe. Sprich, die Kontakte sind meistens eben an eine Rolle, an einen bestimmten Themenbereich gebunden, dass dann die Leute einfach aus dem Themenbereich das kennen und auch in dem Tool, oder ich sage jetzt mal, gehen wir ein bisschen weiter, für sich auf die Art ablegen, wie es für sie am besten funktioniert. Es gibt schon ein Adressbuch, also hier geht es um Linux-Tag, aber da stehen in erster Linie die Organisatoren des Linux-Tags drin und da. Das haben wir übrigens auch. Wir haben eine Telefonliste im Wiki. Das funktioniert für uns einfach super, ist aber Gold wert. Genau, also ja, eigentlich da auch beim Linux-Tag scheinbar nicht der Not für ein riesen Adressbuch, wo alles drin steht. Ist sogar auch gar nicht so schlecht, weil manchmal gibt es Überlappungen, dass Leute in verschiedenen Rollen sind. Das passiert bei uns auch öfters, dass Leute vielleicht sogar ein Open-Source-Projekt vorstellen und Sponsor sind. Das passiert bei uns auch. Und da sagen wir denen immer, dass wir das selbst, obwohl es ein System ist, sehr getrennt adressieren
um wirklich, weil wir auch sagen, das sind für uns verschiedene Interessen und das sollte sich auch nicht überlappen. Das Gleiche ist mit Programmen. Das heißt, Leute nur sagen, ich halte einen Talk, ich bin aber auch Sponsor. Das interessiert uns gar nicht, weil das sind einfach komplett getrennte Felder und die betrachten wir auch getrennt voneinander. Das ist uns einfach wichtig, dass wir da keine Quersachen durchkommen lassen. So, hier vorne. Kannst du noch mal das Mikro rum? Oder was ist mit dem Mikro? Ah, das Mikro streikt. Okay, dann wiederhole ich weiter fleißig. Ich würde mich freuen, vielleicht als Bitte, wenn du eine Übersicht hättest, welche Tools überhaupt verwendet werden können. Sprich, welche ihr euch mal angeguckt. Also hier habe ich eine Liste allerdings nur von den Tools, den großen jetzt, mit denen ich, also die ich jetzt vorgestellt habe und eben auch den von EMF von Europython. Das ist so ein kleiner Anfang. Ich wollte mal einen Blogpost dazu machen. Vielleicht fange ich damit dann mal an und pack dann noch ein paar Links zu Typo, also fix mal die Fehler mit den Sternchen und pack dann vielleicht noch mal ein paar Links von was wir sonst so dazu haben. Ist aber auch, also meine Idee von diesem Blogpost, den ich immer mal machen wollte, seit irgendwie 2 Jahren, wie, genau wie diesen Talk, ist, das soll ein Start sein. Und ich wünsche mir dann, also wenn ich das mal schaffe, dass dann die Leute wirklich einfach dazu schreiben, was sind die Tools, die sie noch haben. Ich habe hier schon jemanden bekommen, also schon per Twitter angeschrieben worden, von jemandem, der meinte, ey, wir haben auch ein Tool, damit kann man coole Sachen machen. Dass man da einfach mal anfängt, das zu sammeln, ein bisschen beschreibt jeder sein Tool, was gibt's da, dass man einfach mal so eine Basis hat. Weil es halt immer wieder Leute, die einfach auch ganz neu in das Thema kommen, was auch häufiger passiert, so gerade im Python-Bereich erlebe ich das, da gibt es so viel Veranstaltungen mehr und Leute übernehmen was Neues und sagen als Team, ey, wir wollen das machen, stehen bei Null und fangen dann wirklich an, alles neu zu implementieren, weil keiner von ihnen eben irgendwo so im Kontakt mal war und wissen, was existiert. Das war so mein erster Schritt, also warum ich heute diesen Talk geben wollte, um da mal irgendwie einen ersten Schritt zu haben, wo man sagt, hey, guck halt vielleicht diesen Talk mal und dann hast du ein paar Ideen, was es gibt. Noch 5 Minuten, also... Ja, dem Thema auch, wir hatten, ich glaube, gestern kam jemand bei uns ins Büro, der meinte, hey, ich habe da ein neues Tool gebaut, ich würde das gerne Open Source machen, weiß aber nicht, wie es geht, und habt ihr da Interesse dran? Also es gibt auch viele Tools, die sind quasi fast fertig, die sollen sogar Open Source werden, das kennt sich aber keiner, weil selbst die Person, die es gebaut hat, einfach gar nicht so das Know-how hat, wie man das überhaupt rausbekommt oder gar keine Konferenz haben, wo sie es mal testen. Also hier kam noch der Hinweis, dass bei uns sogar ins Orga-Office, also Orga-Kollege, dass da jemand gestern ins Orga-Office kam und meinte, ey, ich habe hier ein cooles Tool gebaut und ich würde das auch gerne open sourcen, aber weiß zum einen nicht, wie das geht. Vielleicht gibt es hier da auch einen passenden Talk zu oder irgendwo, ich weiß ja nicht. Also ich muss, oder in unseren Archiven, soll er mal gucken. Aber ich würde das gerne open sourcen und vor allem würde ich das gerne mal irgendwo benutzen, weil ich habe gar keine eigene Konferenz, auf der ich das Ganze testen kann, ob das so cool ist. Klar, also das ist eine Situation, die habe ich zugegeben noch nie erlebt, dass jemand sagt, ey, ich mach gar nichts, aber ich habe einfach mal so ein Tool geschrieben, weil ich das für eine coole Idee halt. Geil, unerwartet, aber natürlich, ist ein Ansatz. Also da kann ich, also meine erste Empfehlung wäre, guck, wo werden gerade neue Konferenzen gemacht und geh da mal hin und frag die mal, also geh mal zu den Orga-Treffen. Ja. Nochmal zu dieser Sammlung der Tools, also wir hatten ja diese FOSS-Event-Sache mal vor 2 Jahren oder so. Ja. Einfach auch, das war ja bei uns jetzt, wir sind vom Orga-Team der Open-Rhein-Ruhr, einfach weil wir gesagt haben, es gibt so viele tolle Konferenzen und irgendwie plant jeder für sich und alle machen es und irgendwie fehlt uns da oft so ein bisschen die Synergie und wir hatten bei uns auch auf der To-Do-Liste eigentlich auch schon genau so eine Zusammenstellung gemacht, deswegen sitzen wir beide jetzt auch gerade in diesem Vortrag und ich denke mal, das werden wir jetzt auch nochmal als Anlass nehmen, dass vielleicht können wir uns dann auch nochmal zusammensetzen, dass wir das vielleicht wirklich dann auch nochmal auf so einer zentralen Seite sammeln. Wir haben halt auch noch ein paar andere Tools im Einsatz. Ja, also ich wiederhole erst, dann bist du dran. Sorry. Ja, es liegt ja nicht an euch, es liegt am Mikro. Also wir haben hier 2 Organisatoren der Open Rhein-Ruhr, die nämlich vor 2 Jahren schon mal sowas, FOSS Events haben es, glaube ich, hieß es, ne? Ja, ins Leben. Genau, ihr seid mit dem Stand auch hier und wir haben auch damals, glaube ich, sogar das erste Mal zusammen, da habe ich mit euch geschrieben, ich erinnere mich da noch dran, oder mit wer auch immer mich da oder uns kontaktiert hatte, hier, ob man mal vorbeikommen kann oder ob wir was schicken können. Ihr schreibt da ja jedes Jahr, ob wir wieder Materialien haben oder so. Oder irgendwo zum Bewerben, ja, ich weiß es noch. Und die hatten genau diese gleiche, also die FOSS-Events, um das mal zusammenfassen, war die Idee, es gibt diese ganzen tollen Events, alle organisieren vor sich hin und man könnte sich mal austauschen. Ich glaube, die Open Rhein-Ruhr gibt es auch noch nicht so lang, ne? Also im Verhältnis zu Frostcon. Ja, ein bisschen jünger, ja. Ein bisschen jünger, ja, ich erinnere mich noch irgendwo an die erste, ich habe da ein T-Shirt von, ich war zwar nicht da, aber ich habe ein T-Shirt mitgebracht bekommen.
Und dass sie eben auch genau diese Idee hatten, einfach mal Leute zusammenzubringen, die da ähnliche Sachen machen, damit die sich austauschen können. Und die wollten auch so eben mal so eine Zusammenstellung machen, welche Tools da sind. Dann bin ich langsam doch wirklich gezwungen, diesen Blogpost zu machen und das mal rumzuschicken, dass wir das alle dann erweitern können und das mal als Basis haben. Und ja, dass ihr das gerne aufgreifen wollt wieder, finde ich auch total super und gerne können wir uns gleich noch dazu unterhalten. Ich hoffe, das habe ich jetzt ungefähr richtig wiedergegeben. Passt. Und okay, also ich habe hier ein Endezeichen. Wenn es jetzt nicht ganz brennt, würde ich sagen, wir reden einfach gleich draußen weiter und würde mich nochmal ganz herzlich für euer Interesse bedanken. Und ja, wer noch reden will, ich bin gleich draußen.